Die gestiegenen Kosten für Energie, Wohnen und Lebenshaltung stellen immer mehr Menschen vor nahezu unlösbare Probleme. Diese Entwicklung zeigt sich auch bei den Konsumentenberatungen der Arbeiterkammer Niederösterreich, wo die Teuerung längst zum dominierenden Thema geworden ist. Wir haben Vorsprachen von Kolleginnen, die vor einem Jahr für eine Wohnung noch 460 Euro bezahlt haben, jetzt bei 900, über 900. Wir haben die Diskussion bei den Banken, wo es um die variablen Zinsdienstleistungen geht. Die EZB hat 10-mal den Leitzinssatz erhöht. Wir liegen jetzt bei 4,5%. In manchen Fällen kann man bei den Kreditraten mit den Banken nachverhandeln, ob ein Umstieg auf einen Fixzins doch eine bessere Lösung ist, ob eventuell eine längere Laufzeit machbar ist. Also da muss jeder Kreditvertrag angeschaut werden. Denn einheitliche Regelungen gibt es nicht. Die aktuellen Krisen und ihre Folgen waren auch zentrales Thema beim Verbrauchertalk im Arbeitnehmerinnenzentrum in St. Pölten. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Österreich bei der Umsetzung von Verbraucherschutzgesetzen und Eingriffen in den Markt zögerlich vorgeht. Eine positive Ausnahme ist die Strompreisbremse. Wir haben gesehen, dass zur Einführung im Dezember 0,6 Prozentpunkte weniger Inflation aufgrund dieser Preismaßnahme kam. Im Januar dann bereits hatten wir minus einen Prozentpunkt. Also sprich, diese Preismaßnahme ist die gewichtigste in Österreich, die Inflationsrate im Schnitt, sagen wir, um einen Prozentpunkt nach unten getrieben hat. Wir sehen bei den Mietverträgen, dass sich was tun sollte, wobei man hier, wie gesagt, auch einiges schon machen kann nach dem geltenden Rechtsrahmen. Und das sind sozusagen, wenn wir es uns aus der Metaebene anschauen, Bereiche der Daseinsvorsorge. Als Reaktion auf den gestiegenen Bedarf wird die Arbeiterkammer ihre Angebote zur Überprüfung von Kreditverträgen oder Betriebskostenrechnungen ausbauen, damit Konsumenten künftig noch schneller geholfen werden kann.